Hallo zusammen, in meinem heutigen Video geht es um eine kleine Strickidee. Und zwar gibt es hier Äpfel und Mandarinen oder Clementinen zum Stricken. Und alles, was ihr dazu braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und ich stricke hier mit der Acrylwolle von Seemann. Die hat auf 100 Gramm eine Lauflänge von 241 Meter. Ihr könnt aber auch jede andere Acrylwolle nehmen, ein bisschen Füllwatte. Und wenn ihr aus den Früchten Schlüsselanhänger machen wollt, braucht ihr auf jeden Fall solche Augen oder ihr steckt euch die drauf. Ansonsten noch ein Nadelspiel der Stärke 4. Ja, und dann beginnen wir auch schon mit dem Maschenanschlag. Das kurze Ende immer zu euch legen, mehr wie 40 cm braucht ihr da nicht, dann eine Schlaufe machen. Und als erstes zeige ich den Apfel, dafür müssen wir 13 Maschen anschlagen. Und hier nochmal langsam, wie man die Maschen anschlägt für alle, bei denen das Stricken schon etwas her ist. Und der Apfel wird in Runden gestrickt, das heißt, wir brauchen auch nur rechte Maschen und Maschen, wie man zunimmt oder Maschen, die man zusammenstrickt. Und weil das rund gestrickt wird, braucht man eben 13 Maschen. Die eine Masche, die ist immer dafür da, für die erste und die letzte Masche zu verbinden. Also wird die erste Masche einfach nur abgenommen und dann werden die Maschen rechts gestrickt und dabei könnt ihr die Maschen schon auf die Nadeln verteilen. Ich habe das Ganze mit 4 Nadeln gestrickt, man kann es auch auf 5 Nadeln verteilen. Das müsst ihr ausprobieren, wie das für euch am einfachsten ist. Und wie gesagt, die letzte Masche und die erste Masche, die wird zusammengestrickt. Und schön darauf achten, dass der Rand unten gerade liegt. Und jetzt nochmal eine Reihe glatt rechts drüber stricken. Also ich habe auf jeder Nadel dann 4 Maschen, so ist das auch ein bisschen einfacher und man behält den Überblick, ob man richtig zugenommen hat. Und damit man noch weiß, wo der Anfang ist, am besten einen Reihenmarkierer unten in die erste Masche reinmachen. Und dann beginnt auch schon die Zunahme. Hier nochmal langsam, wie ich zunehme. Aber auch da hat jeder so sein Prinzip, also egal wie er es macht. Aber immer 2 Maschen stricken, eine Masche zunehmen, 2 Maschen stricken und eine Masche zunehmen, sodass ihr dann auf jeder Nadel 6 Maschen habt. Und nach dieser Runde habt ihr also 18 Maschen auf den Nadeln. Jetzt wird einmal darüber glatt rechts gestrickt. Also ihr habt auf jeder Nadel 8 Maschen. Und weiter geht es mit der Zunahme. Jetzt werden 3 rechte Maschen gestrickt. Dann wird eine Masche zugenommen, dann wieder 3 Maschen rechts stricken und nochmal eine Masche zunehmen. So habt ihr also dann 8 Maschen auf eure Nadel jeweils und das macht ihr auf den anderen beiden Nadeln auch. Und so hat man nach dieser Runde 24 Maschen auf den Nadeln und auch jetzt kommt wieder eine Reihe glatt rechts drüber gestrickt. Und jetzt muss nochmal zugenommen werden. Jetzt werden 4 Maschen rechts gestrickt, dann eine Masche zunehmen, nochmal die restlichen 4 Maschen von der Nadel abstricken und nochmals eine Masche zunehmen. So habt ihr also 10 Maschen auf der Nadel und das macht ihr auch bei den anderen beiden Nadeln so.
Also immer 4 Maschen rechts stricken, eine Masche zunehmen und nochmals 4 Maschen rechts stricken und eine Masche zunehmen. Und nach dieser Runde setzt man am besten den Reihenmarkierer ein bisschen höher, weil jetzt werden einfach 10 Reihen glatt rechts gestrickt. Und wenn ihr einen größeren Apfel haben wollt, dann könnt ihr auch 12 Reihen machen oder nur 11 Reihen. So könnt ihr auch dann ein bisschen die Größe der Äpfel variieren. So sieht es schon mal bis dahin aus. Und die Mandarine bzw. Clementine, die könnt ihr genauso arbeiten. Bis dahin sind die beiden gleich. Nur bei der Abnahme, da unterscheidet sich der Apfel etwas. Hier muss man also 3 Maschen rechts stricken. Dann werden 2 Maschen zusammengestrickt. Nochmal 3 Maschen stricken und wieder 2 Maschen zusammen. So dass man von den vormals 30 Maschen dann jetzt wieder nach dieser Runde 24 Maschen auf den Nadeln hat. Also wieder 8 Stück auf jeder Nadel. Also immer 3 rechte Maschen stricken und die 2 nächsten Maschen rechts zusammenstricken. Und nach dieser Runde muss man 2 Runden glatt rechts stricken. Dann geht es weiter mit der Abnahme. Jetzt werden wieder 2 Maschen rechts gestrickt und die nächsten 2 Maschen wieder rechts zusammenstricken. Dann wieder 2 Maschen und 2 Maschen wieder rechts zusammenstricken, so dass man jetzt wieder auf jeder Nadel 6 Maschen hat, also wieder im Ganzen 18 Maschen. Und darauf wieder eine Reihe glatt rechts. Und dann nochmal eine Reihe glatt rechts. Also hier kommt immer nach der Abnahme immer 2 Reihen glatt rechts. Und jetzt eine Masche rechts stricken, dann wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, so dass man dann wie am Anfang nur noch 12 Maschen auf diesen Nadeln hat. Und da jetzt einfach nochmal eine Reihe glatt rechts drüber stricken. Ja, dann ist der Apfel schon fast fertig. Und die letzte Reihe wird auch nicht abgemascht, aber das zeige ich gleich. So sieht dann also der Apfel aus. Und die Mandarine wird fast ähnlich gearbeitet. Also die Abnahme ist wieder 3 Maschen rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, dann wieder 3 rechte Maschen stricken und wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken, sodass man dann auch wieder auf jeder Nadel 8 Maschen hat, also 24 Maschen insgesamt. Und der Unterschied zum Apfel ist, dass man hier nur eine Runde über diese Abnahmereihe strickt. Und dann nimmt man wieder weiter ab, also dann wieder 2 Maschen rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 Maschen rechts stricken und 2 Maschen zusammenstricken, sodass man wieder 6 Maschen auf jeder Nadel hat, also 18 insgesamt. Und auch hier kommt wieder nur eine Reihe glatt rechts drüber gestrickt. Und auch die letzte Reihe wird dann so wie beim Apfel gestrickt. Eine Masche stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken, dann wieder eine Masche stricken und 2 Maschen rechts zusammenstricken, sodass man wieder wie am Anfang 12 Maschen hat.
Und dann ist auch die Mandarine oder die Clementine, je nachdem, wie man die nennen möchte, fertig. Im Endeffekt unterscheiden ja nur die Kerne diese zwei Früchte. Die sieht man zum Glück nicht, aber man kann ja dann ein helleres Orange nehmen oder ein dunkleres oder ein dunkleres Gelb und kann damit dann die Unterschiede machen. Ja, und jetzt kann man einfach eine Stopfnadel nehmen und da die ganzen Maschen auf die Nadel abnehmen. Also man braucht das nicht abmaschen, sondern man braucht jetzt einfach nur das obere da etwas vernähen, sodass die Maschen dann eben auch fest sind und nicht aufgehen können. Den Faden noch so hängen lassen und wenn man jetzt einen Schlüsselanhänger daraus machen möchte, dann sollte man jetzt die Augen reinmachen. Und hier ist ein Apfel, den man vielleicht für den Kaufmannsladen strickt oder eben einen Apfel für einen Schlüsselanhänger. Und dann braucht man solche Sicherheitsaugen oder man stickt natürlich die Augen auf. Und dran denken, da wo man schon zugenäht hat, das ist das obere Teil, das andere ist das untere Teil. Und am besten die Augen so ein bisschen im unteren Teil festmachen. Und wie gesagt, wenn man solche Augen nicht hat, kann man das Ganze auch da mit schwarzem Garn ein bisschen aufsticken. Ja, und dann brauchen wir noch ein bisschen Füllwatte und dann den Apfel gut ausstopfen. Und dann kann man hier unten das schließen, indem man das einfach ein bisschen einreiht und dann ein bisschen vernähen das Ganze. Und dann sollte man einmal von unten nach oben mit der Nadel da durchstechen, sodass man das unten so ein bisschen reinziehen kann und dann auf der anderen Seite oben vernähen. Und ich mache mir den Faden immer so ein bisschen raus aus dem Strick. Ihr seht gleich warum. Und auch oben sollte man dann den Faden nochmal bis nach unten durchschieben und auch das oben ein bisschen einziehen. Dann könnt ihr die Fäden abschneiden und steckt die einfach so in diese kleinen Löcher da wieder rein. Dann verfilzt sich das nachher später mit der Füllwatte da drin. Dann braucht man keine Angst zu haben, dass das aufgeht. Und mit einem Stoffmalstift kann man einfach einen Mund noch aufmalen oder eben auch aufsticken. Ja, und hier sind verschiedene Mandarinen oder Clementinen, aber die Mandarine wird dann genauso gemacht und die könnt ihr dann in verschiedenen Orange- oder Gelbtönen stricken. Genau wie den Apfel, den kann man dann auch mit Rot stricken. Und beiden fehlen aber noch ein paar Blätter oben drauf. Und dafür braucht man dann die verschiedenen Grüntöne und hier einfach nochmal eine Schlaufe machen und zum Beispiel für ein mittleres Blatt 7 Maschen anschlagen. Hierfür braucht man nur 2 Nadeln, das Ganze wird kraus-rechts gestrickt. Das heißt, die Hinreihe wird rechts gestrickt und auch die Rückreihe wird rechts gestrickt. Und hier muss man die erste Masche nicht abnehmen, die kann man gleich mit rechts stricken. Und dann hat man auch gleich einen schönen Abschluss an den Rändern links und rechts. Nur wenn man das Ganze dreht, muss man jetzt aufpassen, da hat man ja als erstes jetzt eine linke Masche, die muss dann auch als linke Masche abgestrickt werden und die anderen Maschen eben weiterhin als rechte Masche stricken. Und hier kann man ein bisschen wählen, ich habe zum Beispiel jetzt 6-mal hin und her gestrickt, dann nehme ich die 2 ersten Maschen und stricke die zusammen ab und auch die beiden letzten Maschen werden zusammen als rechte Masche abgestrickt. Und jetzt zum Beispiel wieder 4 Reihen kraus rechts weiter stricken
Und anschließend werden wieder die ersten zwei Maschen links abgestrickt. Und auch die letzten zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und hier kann man je nachdem nur ein oder zwei Reihen drüber stricken. Und auf der letzten Reihe die erste Masche stricken und die zwei anderen Maschen zusammennehmen und direkt die erste abnehmen über die zweite. Und dann ist auch schon das Blatt fertig und hier kann man ein bisschen variieren. Und das ist also das mittlere Blatt. Für ein großes Blatt einfach 9 Maschen anschlagen und hier auch wieder 4 bis 6 Reihen kraus rechts stricken. Dann wieder die ersten zwei Maschen zusammen links abstricken, dazwischen rechte Maschen und auch wieder die letzten zwei Maschen rechts zusammen stricken. Und der Rest wird dann wieder so gestrickt wie das mittlere Blatt. Und hier kann man dann ein bisschen variieren, ob man jetzt dazwischen 4 Reihen kraus rechts strickt oder nur 3 oder 6. So kann man auch die Größe ein bisschen beeinflussen. Und hier habe ich noch ein Blatt, da habe ich nur 5 Maschen angeschlagen. Das ist dann ein kleines, also da könnt ihr euch ruhig mal ausprobieren. Ja, und dann brauchen wir noch einen kleinen Stängel und dafür einfach 3 Maschen anschlagen. Und auch das wird einfach kraus rechts gestrickt. Und auch hier könnt ihr ein bisschen variieren mit der Länge von diesem Teil. Ich habe hier zum Beispiel 10 Reihen kraus rechts gestrickt. Und dann die erste Masche gestrickt, die zwei anderen Maschen zusammen abgenommen und dann nochmal das Ganze zusammen abgenommen. Und ein Stückchen fahren lassen zum Vernähen. Ja, und das Ganze dann auch zweimal, einmal für die Mandarine, einmal für den Apfel. Und jetzt wird alles zusammengesetzt. Dafür einfach bei dem Blatt den Faden oben ein bisschen vernähen und dann kann man ruhig so durch das Blatt so durchstechen. So kann man auch das Blatt ein bisschen in Form ziehen, wenn man da ein bisschen mehr dran zieht an den Faden. Dann wälzt sich das auch schon mal ein bisschen, auch unten das ein bisschen zusammenziehen. Das gleiche bei dem großen Blatt. Und dann werden die beiden Blätter wiederum auch zusammengenäht. Und wenn man das hat, dann kommt eben wie gesagt der Stängel dran. Und hierfür braucht man eigentlich nur immer den Rand so zusammennähen. Und am besten wirklich immer so, als ob man nähen würde, von oben nach unten, von unten nach oben. Und dann merkt man schon, wenn man den Faden ein bisschen zieht, dann krümmt sich das Ganze. Und je nachdem, wie fest oder wie locker man das macht, hat man dann auch da eine unterschiedliche Form, die am Ende da rauskommt. Und das Ganze wird dann an den Blättern befestigt und dann natürlich an den Apfel. Und hier kann man ruhig mal gucken, wie das am besten aussieht. Und einfach rundherum oder nur von unten kurz festnähen. Die Enden lässt man am besten wieder so aus dem Strick raushängen und stopft dann das letzte Ende wieder mit rein. Und das gleiche macht man dann mit der Mandarine, auch die setzt man so zusammen. Und für den Obstkorb kann man dann mehrere davon stricken. Und wenn man jetzt aber einen Schlüsselanhänger machen möchte, dann sollte man sich noch den Faden so drehen. Zum Beispiel, man braucht einen Schlüsselanhänger und dann kann man einfach diese kleine Schnur dann auch noch daran vernähen.
und Wiesert. Und wenn man keinen Schlüsselanhänger daraus machen möchte, dann kann man verschiedene Äpfel oder Mandarinen stricken und die dann in den Obstkorb legen, entweder zur Dekoration oder eben im Kaufmannsladen. Ja, und damit sind diese kleinen Früchte dann auch schon fertig. Auch hier wird noch der Faden dann mit versteckt in dem Ganzen. Ja, und das ist so ein Schlüsselanhänger und hier ist die Frucht einfach so. Und weil das so zackig geht, kann man ganz viele davon stricken. Dann hat man immer eine kleine Geschenkidee oder eben schon für Weihnachten. Ja, und damit ist mein Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wem das Ganze jetzt viel zu schnell ging, der kann mir gerne eine Mail schicken an kreativ.vorlagen@gmail.com. Dann kann ich euch die Strickschrift zuschicken und ich hoffe, ihr könnt dann danach gut arbeiten. Und denkt bitte dran, jede Woche kommt ein neues Kreativvideo von mir raus. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das gerne tun. Also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Bleibt kreativ. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.